Und damit herzlich willkommen hier wieder zurück bei Motorstorm. So, direkt ins Spiel. Beziehungsweise erstmal ins nächste Menü, das ist immer gut. Ein schönen Part mit einem Menü zu beginnen. Denn jeder mag Menüs. Wo waren wir denn? Wo waren wir denn überhaupt? Wartet mal, erster. Hier unten. Hier unten ist noch nichts. Da haben wir noch eine offene Rechnung. Coyote Rage, mit dem Motorrad. Da haben wir jetzt was vor. Mohawk, Indianer. So, geil. Mit einem Moped unterwegs sein. Bin mal gespannt, wie die Karren hier aussehen. Vielleicht gibt es ja solche schönen mit einem Beiwagen. Alter Latz, also, haben wir da hinten und vorne einen Platten oder sind wir irgendwie im Stein verankert? Also so alt wie die Karre ist, die ist bestimmt älter als der Stein. Das kann durchaus sein. So, wir gucken mal weiter. Monarch Champ. Champignon. Alter. Also ich weiß gar nicht, worauf ich da gucken soll. Auf das Motorrad oder auf die Dame, die da oben drauf sitzt. Denn ihre Kurven sind wesentlich imposanter als die des Motorrads. Okay, hier ist wieder da der Mohawk-Indianer. Also wir nehmen auf jeden Fall hier den Monarchen. Also gar keine Frage. Die Frage ist natürlich, in welcher Lackierung. Nee, da sitzt ja gar keine Frau drauf, will ich nicht. Also das ist doch absolut eine ungesunde Haltung, die der hier an den Tag legt. Ganz, ganz klar. Es soll ja natürlich auch ein Augengenuss sein. Und das geht nur mit einer schönen Frau. So, ich hab's gesagt. So ist es aber auch. Denn die Männer da drauf, die waren ja ein bisschen gräblich. Motorräder lieben Sprünge. Sogar doch mehr als die Prärie-Karnickel. Schwieriges Wort. Merkt ihr gut, wo die Rampen sind und springen. Ja, das hatten wir, glaube ich, im ersten oder zweiten Part schon gehabt. Dass die Mopeds da oben immer lang gesprungen sind und die ganzen vierrädrigen Fahrzeuge unten lang gefahren sind. Und das habe ich anfangs nicht so richtig gerafft, obwohl es relativ einleuchtend ist. So. Wollen wir doch mal gucken. Ey, das ist die Strecke, die ich eben hier meinte. Jetzt rechts und jetzt müssten wir da auch wieder rechts hochspringen. So, mal sehen, ob meine Theorie jetzt aufgeht. Hier. Noss von Nossen. Alter Latz. Und okay, das war scheiße. Das hat man, glaube ich, auch schon das Problem mit dem Quad. Nee, das sind wir gar nicht. Wir sind nicht im Quad gefahren. Mit irgendeinem anderen Teil. Mit so einem Strandbuggy oder sowas. Dass ich immer gegen diesen Felsen, gegen diesen Vorsprung geprescht bin. Ach, aber wir haben es überlebt hier mit dem Moped. Neunter. Kann man eigentlich auch treten oder so? Ah, hier. Vier. Bam. Oh. Bam. Okay. Also so ein bisschen wie bei, wie ist das? Road Rush, glaube ich. Das ist so ein altes Spiel, wo man den anderen einen auf den Deckel hauen konnte. Aber die Karre ist halt echt nicht so viel Bums hier. Vielleicht stelle ich mich auch ein bisschen dämlich an. Aber ich finde es auch richtig genial, dass die Karren, ist ja auch logisch, aber dass die sich alle unterschiedlich fahren. Ich fahre wieder unten lang, die Strecke kenne ich. Und was ich kenne, das ist immer besser als was Neues. So. Und wie ihr seht, ist einfach besser hier drüben, ne? Es läuft einfach. Auch hier unten ist man jetzt nicht unmittelbar langsamer, also. Alter, ich krieg die Kurve nicht. Das wurde mir schon so oft im Leben gesagt und immer wieder habe ich sie dann früher oder später doch hingekriegt, die Kurve. Und genauso hier. So, geilo. Vorletzte Runde, erster Platz. Also das mit dem Sprung da rechts, das war mal ein netter Versuch, aber ey, ist es so geil. Habt ihr das gerade gesehen, wenn ich mich richtig in die Kurve lehne, wie sich einfach die Räder in den Schlamm hier reinbohren. Man hat wirklich diesen Widerstand des Bodens. Also das ist schon genial gemacht hier. Ach, komme ich da überhaupt durch jetzt mit dem Teil? Oh, gerade so, beinahe mit der Rübe noch hängen geblieben. So, den Sprung nehmen wir wieder mit, das war eine geile Sache. Zack, und gleich wieder runter, zack. Und Sprung. Oh, jetzt sollte ich vielleicht nicht ganz so viel springen, sondern mal ein bisschen fahren hier. Oh, genau das meine ich hier. Ewig rumgehüppt. Jetzt sind wir auf mal dritter. Hau mal eine rein hier, jawohl. Ey, mach dich runter von meinem Moped. So eine Scheiße hier. So eine Scheiße. Jetzt muss man hier nochmal irgendwie ein bisschen Stoff geben. Ah, jetzt kriegt doch... Oh, natürlich. In der letzten Kurve. Da bin ich... Das ist halt die Gefahr von dem ewigen Rumgehüppe. Okay. Ich möchte es mir nicht antun und Fünfter werden, deswegen.
das war die große Fresse. Da war ich mir einfach schon zu sicher, dass das hier, dass wir das Ding als Erster nach Hause fahren. Der Sprung war aber auch scheiße von mir umgesetzt. Ich wollte es eigentlich genauso machen wie in der zweiten Runde. Irgendwie ist es mir nicht so ganz gelungen. Ich glaube, ich habe zu viel NOS gegeben und bin deswegen zu weit gesprungen. Ich meine, man muss ja auch seine Fehler irgendwie analysieren, um... Ja, also ich bin da hängen geblieben gerade. Das war mein Fehler. Ich habe zwar keinen Unterschied groß gemacht beim Fahren, aber irgendwie sind wir da... Sind wir da hängen geblieben, ne? Ah, oh, das ist wieder der Sprung hier, ne? So, genau so. Ah, ich... Die Kurve kriegt man aber auch nicht, oder? Ich meine... Voll auf die Eisen gegangen. Und dann schlittert er einfach ins Verderben. So. Na gut, Neunter. Es ist... Oh, die Kurve hier. Ah, hier darf ich nicht bremsen. Hier muss ich einfach durch... mich durchrollen lassen. Und zu viel Nuss ist auch nicht gut. Und so viel Dreck aus der Linse auch nicht. Deswegen höre ich jetzt auf, da vorne mehr Dreck auf die Linse zu boosten. Was ich auch geil finde hier, wenn die Staub machen, das ist kein Dreck auf der Linse, aber wenn es halt Matsch ist, das schon. Also der Sprung hier, ist, der ist tricky. So, ich muss langsamer fahren. Zu schnell ist nicht gut. Hopp. Oh, oh! Warum bleibe ich denn da einfach stehen? Ich dachte, sonst flummi ich mal weg wie so ein Flummi, wie es das Wort schon sagt. Und jetzt auf einmal bleibt er direkt stehen. Es ist nicht so einfach, hier durch den Canyon zu fahren. So. Los, komm, Frau. Benutze deine Waffen und hau ihm einen auf den Latz. Was macht's denn da? Sie hat ihm irgendwie einen Stinkefinger gezeigt. Fünfter. Ich habe einen überholt und ich dachte, ich mache einen Platz gut. Hey. Was ist denn das? Das ist ein fucking Holzschild. Oh. Also, der große Fan des Motorrads bin ich nicht. Steuern sich eher suboptimal. Letzte Runde. Ein Holzschild war wieder das Übel. Yeah, leichte Kurven ist nicht ihr Hobby. Kriegt sie nicht hin. Entweder ganz rum oder gar nicht. Vielleicht schaffe ich es noch, die da oben irgendwie einzuholen. Wesen dritten. Das kann doch nicht sein, dass wir uns jetzt hier so dämlich anstellen. Achter. Warum denn das? Ich habe gerade das Gefühl, ich bin so gut. Und bremsen. Komm! Fünfter. So. Okay. Also, ich bin der Meinung, wenn man ins Ziel reinfliegt, obwohl man stirbt, hat man auch noch gewonnen. Aber dass das Motorrad natürlich weiterfährt und sie direkt auf dem Boden liegen bleibt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, aber wir lernen, wir lernen. Also theoretisch, wir sagen jetzt einfach mal, wir wären Vierter gewesen, hätte ich das Motorrad jetzt nicht überhitzt. Von daher ist es die logische Konsequenz, dass wir... Ey, ganz ehrlich, das ist doch albern. Und er überlebt. Ach komm, ach komm, hört doch bitte auf. Das ist doch Schiebung hoch 10 hier. Ja, jetzt legt er sich lang hier, der Black Rider. Gab es da nicht mal irgend so einen Hirni, der immer sich aufgenommen hat, wie er mit 240 durch eine 50er-Zone gefahren ist? Und dann irgendwann verstorben ist. Leider Gottes muss man sagen, zu Recht. Ich hoffe, er hat keinen anderen mit ins Verderben gerissen, sondern ist einfach nur gegen ein Stoppschild gebrettert, hat sich dabei alle Knochen gebrochen und konnte dann genüsslich von der Kehrmaschine weggefegt werden. Ey, die Karre ist scheiße. Es steuert sich echt mega räudig und ich habe keinen Bock mehr aufs Motorrad. Ich möchte wieder mein Strandbuggy fahren. So, der geht mir auf den Zeiger dahin. Ich treffe aber auch keinen hier, oder? Es ist mit dem Händchen. Seht ihr das? Ach. Okay, Konzentration. Vorletzte Runde. Wir waren... Es ist immer der zweite Versuch, der mega scheiße ist. Der dritte ist dann nicht mehr ganz so scheiße. Und der vierte, weiß ich nicht. Den habe ich sonst noch nie gebraucht. Das meine ich, ey. Das ist ja wohl... Ist ja wohl ein Lutschwurst-Fick. Was willst du denn da machen? Ist halt das Brett im Weg. Soll ich vom Motorrad absteigen und das erst demontieren, oder? Oh. Fail hoch 10. Sie kriegt die Kurve hier nicht. Sie kriegt die fucking Kurve nicht. Ihr merkt schon, die Stimmung ist hier angespannt. Man eiert aber auch rum mit der Karre. Jetzt fahr doch mal einfach ein bisschen gerade. Ist doch nicht so schwer.
Ich meine, da kannst du mich aufs Moped setzen, das kann ich besser. Wir hätten vielleicht doch eher den funktionellen Mann nehmen sollen, als die gut aussehende Dame. Ich glaube zwar nicht, dass das irgendwas ändern würde, weil ich ja immer noch am Pad sitze, aber... Letzte Runde, dritter Platz! Okay, jetzt Konzentration. Weniger Dünenpfiff sabeln, besser fahren. Man kann ja auch immer noch Glück haben. So, diese Bretter habe ich beseitigt. Man kann ja immer noch Glück haben, dass der da vorne jetzt einen Unfall baut. Was ich sehr begrüßen würde. Aber nee, da oben, der fährt einfach gut. Da, der hat es einfach raus. So, brems doch, Mädchen! Die Bremse beim Moped, die Hinterbremse ist doch bei deinem rechten Fuß. Das weiß doch jeder. Klappstuhl. Jetzt, komm. Wenigstens dritten Platz nach Hause fahren. Den kriegen wir noch hier. Jetzt aber einen zweiten. Ja, ja, ja. Zeig mir Stiegefinger, ist mir völlig Banane. Wir sehen uns im Ziel und... Hasta la vista. Wieso dritter? Ach, natürlich. 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 Ach komm, hör doch auf. Hör doch bitte auf. Nee, nicht nochmal. Nochmal tun wir uns das nicht. Wir haben den dritten Platz erreicht. Ist zwar... Da hat er uns echt in der letzten Kurve noch außen überholt. Naja, gut. Dritter Platz. Wir haben das Minimalziel erreicht. Und wir haben damit was Neues freigeschaltet. Und zwar den Mesa Horny. Ort Rangot Mesa. Rally Autos. Na, das kann ja eigentlich nur was Gutes werden. Patriot Surger. Wer war denn das? Hat man den schon mal? Den hat man doch schon mal, oder? Also die Ladezeichen sind wirklich der... Ja, den hat man schon mal. Dann nehmen wir jetzt aber mal Italia Gagliano. Hat man den auch schon mal? Hat ich ja nicht gesagt, der hört sich an wie eine Pizza. Geil. Sieht aus wie ein Nesca-Auto, nehme ich. Nehme ich. Ich würde jetzt gerne auch mal die Lackierung durchgucken, aber ganz ehrlich, die Ladezeiten, die dauern mir einfach zu lange. Wir nehmen einfach die erstbeste. Nach der ersten Kurve ist das Ding sowieso Schrott. Ah, oh, da steht ja wieder was. Ein Rallye-Auto auf einer Hochebene. Das kann ja nur schief gehen. Stimmt, viel Spaß. Also dieser Tipp ist wirklich der beste von allen. Wir hatten wirklich viele gute Tipps, aber ich glaube, dieser Tipp ist einfach das geilste. Das, kurz und knapp heißt es eigentlich, du hast die schlechtesten Chancen mit deiner Karre. Ja, sehe ich auch so. So, aber die ist gar nicht so übel, die Strecke hier. Viel springen. Und unsere Karre ist einfach mal die schnellste. Zumindest von der Beschleunigung her. Alter, die schlittert aber richtig nice. Oh! Okay, die schlittert ja wirklich wie auf Eis hier. Slice me nice. Oh, was ist denn hier los? Wo kommen die denn alle her? Ja, er winkt noch eine Runde, winkt ihm zum Abschied. Alter Latz. Oh oh. Oh oh. Ich fall genau ins Loch. Oh nee. So viele Einzelteile? Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte immer, es ist mehr so ein Steckbausatz, den wir hier fahren. So, sechster Platz, aber es haben hier fünfter. Es haben wirklich alle hier so ein bisschen Probleme. Es fährt sich komplett anders. Wir hatten das letzte Mal hier diesen Buggy, ne? Der da vorne fährt, den hat man, glaube ich, hier. Und es fuhr sich relativ einfach. Man konnte verschiedene Sachen noch ausgleichen. Die Karre hier gar nicht. Also die schlittert hier einfach rum. Ich frage mich auch, wer hier drauf kam. Ey, wenn man so einen Berg sieht, so einen Bergkamm, dann kommt man doch nicht drauf, ey, hier machen wir eine Rennstrecke draus. Ich krieg die Kurve nicht. Ich krieg sie nicht. Das ist einfach unmöglich. Geh mal weg. Ah, wenn ich hier Viereck drücke, was bei der Dame eben schlagen war, ist das hier die Hupe. Also schlagen, vielleicht war es auch nur Stinkefinger zeigen, ich weiß es nicht so ganz genau. So, wir irritieren einfach die Gegner oder mich selbst. So, mal reindrücken. So, erster Platz, kann es das bitte gewesen sein? Nein, zwei Runden müssen wir noch... Obwohl die Strecke echt geil ist. Ich muss einfach... Man gibt einfach zu viel Nosse in dem Spiel, weil man es kann. Jetzt einfach mal schön auf die Eisen. Hier, man hat eben zu wenig Kontakt mit dem Boden und deswegen kann man halt auch nicht bremsen. Und das ist eigentlich alles logisch. Das ist alles vorprogrammiert, was hier schief geht. Das kann man sich eigentlich logisch herleiten. Aus der Formel x² gleich c mal
Pi durch 3. Ach, komm. Ja, fahr ruhig vor, aber Hauptsache lässt mir die Ruhe. Alter, er hat's geschafft, oder? Ja. Schade, ich dachte, ihn schießt es noch ein bisschen raus. Das ist wieder das Ding, wo ich Gas geben muss. Geh weg! Geh weg! Hauptsache, du rammelst mich nicht an. Ich hab's dir gestern Abend schon gesagt, das Anrammeln will ich nicht. Und auch jetzt bleibt's dabei. Geh deiner Wege, Fremder. So, auf die Eisen. Ah, nee, jetzt Stoff. Stoff hinweg, Stoffen. Und jetzt auf die Eisen. Zack. Und rapp. Handbremse und Feuer. Die Kurve habe ich noch nicht richtig raus. Das ist, denke ich, nicht das Optimum, was wir ja haben. Und zack. Oh, das ist meine Karre. Ich hätte mich schon erschreckt, ob hier einer direkt neben mir fährt. Aber nee, es ist unsere Karre, die hier rührt wie so ein... Wie rührig. Darf ich reinkommen oder störe ich? Letzte Runde. Da blitzt der Bildschirm nochmal auf. Irritiert noch mehr, als hier eh schon alles irritiert. Das ist doch zu viel. Alter Latz. Ach stimmt, das könnte man... umnieten. Oh. Oh nein. Oh ne. Wir sehen uns. Okay, wir haben aber ordentlich was rausgefahren. Also so einen kleinen Fauxpas dürfen wir uns hier leisten. Und das Gute ist ja auch, wenn man hier runterfällt, dass man nicht ewig diese Zerschell-Animation hat, sondern eigentlich direkt wieder zurückgesetzt wird. Vielleicht ist das sogar schneller, als wenn wir die Kurve richtig nehmen. So, hier müsste ich theoretisch da hinten dran, genau. Das habe ich schon rausgefunden, einfach von der Wand abprallen. Was ich auch geil finde, dass ich diesen Sprung hier nicht begreife, dass ich da Gas geben muss. Ja, das ist... Alter, ach komm, ja, in Zeitlupe. In Zeitlupe falle ich hier um. Sag mal, das, da kann man ja nebenbei die Reifen noch wechseln. Ah, das ist noch machbar. Hier auf der Geraden bin ich einfach der... Bin ich einfach der geölte Blitz. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Irgendwas wollte ich gerade, irgendeinen geistigen Erguss hatte ich gerade noch und wollte den kundgeben, aber ich schieße wieder übers Ziel hinaus. Komm jetzt! Ach, was ist denn hier los? Sag mal. Ja, okay. Also, ich jetzt werde das, die letzte Runde werde ich doch hier beschissen vom Spiel. Jetzt bleibe ich hier in irgendwelchen komischen Gebüschsträuchern hängen. Ich pralle hier vom Boden ab, überschlage mich auf unerklärliche Art und Weise und überspringe dann da noch alle. Guck doch mal, das ist doch unphysiologisch, dieser Sprung. Der ist doch laut unserer Formel, die ich eben erwähnt habe, nicht eindeutig herleitbar. Wenigstens ein zweiter, komm. Komm jetzt, fahr doch einfach da rein. Meine Herren, ey. Also irgendwie lief die letzte Runde, lief nochmal alles schief, was hätte schief laufen können. Aber dennoch haben wir hier den zweiten schönen, wundervollen Platz erreicht. Geil! Nee, fortsetzen. Nicht nochmal fahren, bitte nicht. Wir werden diese Strecke wahrscheinlich... Also bis jetzt sieht es ja aus, als gäbe es nicht so viele Strecken. Zumindest bis jetzt. Das müssten wir jetzt abgeschlossen haben. Ja, wir haben hier alles abgeschlossen. Wir haben... Wie viel gibt's nochmal? Level 4. Level, dann bleibt uns ja jetzt eigentlich nichts anderes übrig als... Oh nein, Moderatorin. Highland Rider. Rangod Mesa, Veranstaltungsort. Warte, was war das von eben? Und wieder Motorrad. Also ganz ehrlich, das Motorrad vom letzten Mal nehme ich nicht nochmal. Was war... Nee, warte mal. Rangod Mesa. Das war das, was wir eben gefahren sind, oder? Wo ist es denn? Hier, Rangod Mesa, das ist das, was wir eben gefahren sind. Aber da denke ich tatsächlich mit dem Motorrad, ist das machbar. Das ist, denke ich, machbar. Was haben wir denn hier? Geil. Einfach mit dem fetten LKW. Coyote Rage. Was haben wir denn noch alles freigeschaltet hier? Grizzly, alle Fahrzeuge, mal wieder was ganz anderes. Und hier hinten Level 2, da haben wir noch nichts. Alles mein Silber in Level 1. Ach was, da brauche ich... Benötigt Punktzahl... Da muss ich alles mindestens auf Silber. Ah Gott. Ach Gottchen. Das ist dann wirklich nicht mehr an die Punkte gerichtet, sondern wirklich...
an die Platzierung. Okay, ob ich das komplett alles auf Gold. Irgendwo hier hinten steht, glaube ich, abgeschlossen. Ich muss mal ganz kurz gucken hier. Achso, wenn wir alles auf dem ersten Platz gemacht, dann ist es erst richtig abgeschlossen. Ansonsten kommt es auf die Punkte an. Aber wenn wir hier das freischalten wollen, müssen wir alles auf Gold. Und ob ich das wirklich schaffe, ey Leute, das weiß ich nicht. Ich sag erstmal bis zum nächsten Mal. Und dann machen wir hier weiter mit dem Level 2. Highland Rider, Rain God Mensa. Mesa, ich sag mal Mensa. Irgendwie habe ich gerade Hunger und möchte in die Mensa, deswegen wahrscheinlich. Und wir fahren wieder ein schönes Motorrad. Bis dann, haut rein.